Neuer Tag, neue Herausforderungen. Zum Beispiel im Minibad. Die Gladiatoren haben nur 500 Liter Wasser zur Verfügung. Alle zusammen für alles. Solange ich duschen kann, ist alles okay. Einmal am Tag muss ich duschen. Das ist okay, solange der Wasserverbrauch im Rahmen bleibt. Etwa 30 Liter am Tag hat hier jeder zur Verfügung. Am besten wäre man beim Duschen, also unter der Dusche. Das Ding ist, ich liebe duschen. Dann riecht sie auch lecker, wenn ich rauskomme. Hier riecht's vor allem nach Ärger mit den anderen Bewohnern. Lilly? Wir wussten, dass es nur 500 Liter Wasser gibt. Da kann Lilly halt schon drauf kommen, wenn man halt so 20 Minuten duscht und erstmal so ein bisschen Zeit braucht, bis man wirklich komplett sauber ist und das alles runter hat. Oh mein Gott. Dass es dann vielleicht hinten raus etwas enger werden könnte. Ich habe vielleicht 6 Minuten lang geduscht. Ja, genau. Einmal 6 Minuten und dann nochmal 6 Minuten und dann noch 2,5. Schon ist Lilly sauber und der Tank fast leer. Und ich brauche vielleicht nur alles schnell machen 3 Minuten. Vielleicht habe ich ein bisschen Schuld an kein Wasser haben heute Morgen. So, sorry. Ganz ehrlich? Ja, das sieht nach Wassermangel aus. Scheiße, das war's mit Duschen. Duschen ist eh überbewertet. So, Larissa, kannst duschen? Ja. Haben wir kein Wasser mehr, oder was? Ihr seid so... Als ob wir jetzt daran schuld wären. Ja, wer war denn das? Schlecht für alle, die noch vorhatten, einen morgendlichen Stuhlgang abzusondern. Aber so ist das halt. Was ist echt alle? 500 Liter? Ist nicht viel. Ist nicht viel. Also kann man nie auf Toilette nichts mehr. Toilettengang, der ist ja 1, 2, 3 Mal am Tag. Teilweise wird sogar draußen auf Toilette gegangen, also irgendwo in der Walachei. Was ein echter Gladiator ist, dem macht das nichts aus. Von den Skorpionen und den Schlangen wissen sie ja nichts. Immerhin, die Falter sind tagsüber nicht da. Aber nicht, dass die Tücher uns entgegenfliegen. Ja, was soll man machen? Das ist halt nur mal jetzt die Situation, wie sie ist. Und wir haben auch alles so genommen und war real adventure, würde ich sagen. Also hinter dem dritten Busch würde ich nicht gehen. Gut, ja. Der dritte von wo? Sieht aus. Schön hingekackt. Und die Tücher? Reine, ja. Ja, klar. Da ist jetzt Halligalli. Wow, worüber reden wir jetzt? Ja. Über Kaka. In die dritte Büsche von links. Bei 100 Büschen. Unser Niveau sinkt. Von Show zu Show. Ja, super, Lilly. Genau in die Mangel. Oh, sorry. Die Gladiatoren haben's im Griff. Höchste Zeit, sie vor eine neue Herausforderung zu stellen. Das zweite Spiel der Woche steht an und der Gewinner bekommt dafür 2 Punkte. Oh no! Jetzt wird's aber spannend hier. Liebe Gladiatoren, in einer Stunde erfolgt die Abholung zum nächsten Spiel. Oh Mann. Und da geht es um Pferdestärken statt Eselsstärken. Absolut keine Ahnung, was kommt. Was auch kommt, ich muss das gut machen. Ich muss Punkte behalten für mein Team. Ich bin gut, wenn es um Überwindungen geht. Und hab mal gutes Durchhaltevermögen. Dann mal los zum nächsten Spielort. Und der hat es in sich. Eine riesige, komplett platte Fläche. Was aussieht wie die Kulisse eines Mad Max-Films war... die Kulisse eines Mad Max-Films. Wahnsinn. Geil. Wenn man jetzt noch wüsste, was man hier eigentlich machen soll. Und jetzt? Wir kommen jetzt in 5 Stunden zurück, wer überlebt. Ja. Wo ist euer Camp? Da. Survival of the fittest. Ich weiß noch nicht, was,
passieren wird, aber ich glaube etwas Schnelles und Adrenalin. Da es ja um Pferdestärken geht, gehe ich davon aus, dass wir irgendwas fahren müssen. Und von meiner Seite so schnell wie es geht. Na gut, weil Olli es bestellt hat. Das ist richtig geil. Man sieht ja letztendlich so eine Findung alleine von so einfachsten Sachen geht ja bei uns relativ unkompliziert und zügig, während bei den anderen schon ein halbes Blutbad entsteht. Ich würde jetzt sagen, dass Larissa eher diejenige ist, die da so ein bisschen Unruhe in die Gruppe bringt. Lass es doch mal erklären in Ruhe. Lass es du. Warum? Einer muss ins Auto reingehen und diesen Begriff finden. Na, ja. Die Rolle. Und du? Nein, du schmeißt die Rolle rüber. Ja, okay. Lisa, you drive me crazy. No, seriously, you are crazy. You drive me crazy. Why? Just catch it. Why are you acting like this? Because it's the fourth time that we didn't have changing this. Okay, also kein Streit. Du fängst und du merkst die Begriffe. Punkt aus. Okay, klar. Alles klar. Ja. Team Rot, schaffen wir. Yeah. Wir sind ein Team und am Ende müssen wir auch zusammenhalten. Es geht hier darum, dass Team Rot jetzt 2 Punkte holt und in Führung geht. Na, das ging ja schnell beim roten Team. Fest steht, dass Ulf Kirsten sich auf den Truck begeben wird und Raoul wird ihm die Rollen zuwerfen. Bitte nicht streiten. Nein, nämlich streite ich alles nicht. Klar. Ich sag sowieso nichts dazu. Ich mach nur noch mit. Es gab nie ein Hin und Her. Ich wollte von Anfang an eigentlich springen. Aber egal, was ich sage, ist ja falsch. Komm, Lilly. Fuck it, we rock it. Fuck it, we rock it. Also auf geht's. 3,5 Kilometer ist die Strecke lang, die der Truck und die 5 Autos zurücklegen werden. Auf geht's. Ulf! Geil. Also ein letztes Mal konzentrieren, durchatmen und sich vor allem die Begriffe merken. Auf geht's, Junge. Darauf wird's ankommen. Und merken hat er keine Probleme. Raoul ist schlau. Das werden wir jetzt gleich sehen. Da vorne ist die Startlinie und dann geht die ganze Chose los. Vom ersten Auto auf das nächste springen, um dort die Rolle zu finden. Die ist irgendwo versteckt. Keiner weiß, wo sie ist. Rechts! Da! Da am Rand ist sie. Er hat die erste Rolle. Und jetzt ist Ulf Kirsten gleich dran. Holt den Zettel raus und liest die Begriffe vor. Meeresenge! Was? Meeresenge? Nächstes Auto! Meeresenge? Dachschaden! Dachschaden! Gerüchteküche! Gerüchteküche! Meeresenge! Dachschaden! Gerüchteküche! Es ist halt die Kombination aus Athletik, aus diesen Sprüngen und sich die Begriffe zu merken. Meeresenge! Dachschaden! Gerüchteküche! Sauber! Meeresenge! Dachschaden! Gerüchteküche! Kompass! Dicht! Gabelstapler! Gabelstapler, okay, Moment! Kompass! Meeresenge! Dachschaden! Gerüchteküche! Kompass, Gischt und Gabelstapel. Fuck. Meeresenge. Meeresenge. Dachschaden. Gerüchteküche. Kompass. Kompass. Dieses Auto. Gischt und Gabelstapler. Wie viele Begriffe wird Raoul am Ende aufzählen können? Für Raoul Richter geht es jetzt darum, die nächste Rolle zu finden. Gelb aus. Da war sie. Ganz kurz, unterm Dach zu sehen. Raoul hat sie nicht gesehen. Fuck! Knapp 2 Kilometer sind zurückgelegt. 3,5 Kilometer ist die Strecke lang. Hier sehen wir nochmal die Rolle, da unterm Dach klemmend. Nächstes Auto, komm! Er entscheidet sich für das nächste Auto. Springt jetzt auf das andere Auto hinüber, um die nächste Rolle zu finden. Da hat er sie. Okay, ruhig. Dachschaden, Gerüchteküche. Putzschimmel! Gabelstapler, Gischt. Putzschimmel.
Weihrauch? Weihrauch. Luftschlange. Luftschlange. Okay. Rutschwimmel, Weihrauch, Luftschlange. Meeresengel, Dachschaden, Gerüchte, Küche. Gischt, Gabelstapler, Kompass, Weihrauch, Rutschwimmel, Luftschlange. Weiter, nächstes Auto. Knapp 3 Kilometer sind zurückgelegt, es fehlen noch rund 500 Meter. Guck unter die Säcke, guck unter die Säcke. What the fuck? Noch 300 Meter. Wir müssen uns beeilen. Nur Wildschwein. Jetzt nähern sie sich der Ziellinie und Führer Ohl geht es darum, sich die Begriffe zu merken. Meeresengel, Dachschaden, Gerüchteküche, Kompass, Gischt, Gabelstapler, Dachschaden, Larissa, Putzwimmel, Lilly. Konzentrier mich. Ich hoffe, dass ich halt nicht früh abschmiere, irgendwie beim ersten Auto gleich runterknallen und Schluss, sondern dass man es schon schafft, irgendwie alle Autos abzusuchen. Jetzt kommt das erste Duo aus dem blauen Team. Mario springt, Pietro steht auf dem Truck, fängt die Rollen auf und gibt die Begriffe weiter. Wird die Prothese zum Hindernis für Mario? Er steht da ein bisschen wackelig. Und jetzt ist er drüben. Jawohl, super, super. Ja, das sehen wir es nochmal, dass er sich auf dem linken Bein abgestützt hat. Und dann ist er rübergekommen. Und jetzt wirft er die Rolle zu Pietro. Der war sich unsicher, ob er sie würde fangen können. Kein Problem. Dachschaden? Dachschaden? Ja. Gerüchteküche? Gerüchteküche. Und Meeresenge? Meeresenge, Dachschaden, Gerüchteküche. Ja. Okay, next one. Super, Mann, super. Der nächste Sprung ist geglückt, gibt den nächsten Punkt. Und die Rolle landet sicher in den Händen von Pietro. Kompass? Kompass? Gischt? 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 Dachschaden, Meeresengel, Gerüchte, Küche, Kompass, Gischt? Gabelstapler. Gabelstapler. Oh mein Gott. Was hast du? Dachschaden, Meeresengel, Gerüchteküche, Kompass, Gischt. Mach weiter, Digga, Bro, mach. Was? Okay. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Ja, aber warum, um Gottes Willen, lacht sich Pietro da kaputt? Wegen des Wortes Gischt? Knapp die Hälfte der Strecke ist zurückgelegt. Es geht natürlich auch darum, auf dem Auto zu bleiben, nicht runterzurutschen. Wer am Seil hängt, ist raus. Aber Mario rettet sich. Findet er die Rolle? Ich finde die scheiß Rolle nicht. Such ein bisschen drin. Unten, unten, unten. Weiter, weiter, komm. Fuck, weiß ich wo. Das ist genau das Auto. Schau in den Seiten, in den Seiten, in den Seiten. An dem auch Raoul gescheitert ist. Der sucht jetzt die Nadel im Heuhaufen und müsste eigentlich nur in den Innenraum des Fahrzeuges gehen. Scheiß drauf. Next. Next. So, der nächste Sprung auf das nächste Auto. Super, Mann. Super, Junge. Super. 2770 Meter sind zurückgelegt. Noch rund 700 Meter Zeit. Putzwimmel? Putzwimmel? Weihrauch? Weihrauch. Luftschlange? Luftschlange. Putzwimmel, Weihrauch, Luftschlange. Putzwimmel, Weihrauch, Luftschlange. Luftschlange. Next. Next. Putzwimmel, Luftschlange, Weihrauch. Jeder Sprung auf das nächste Auto bringt einen Punkt. Und die Ziellinie ist in Sichtweite. Such, 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 such! Ja, Dicker, wo denn, ey?
Die letzten 50 Meter. Und jetzt muss Mario sich die Begriffe eingeprägt haben. Scheiße. Fuck. Wir haben jetzt eine gewisse Drucksituation. Wir müssen so viele Punkte wie möglich holen, im Idealfall 18, um irgendwie noch eine Chance zu haben, dieses Spiel zu gewinnen. Jetzt kommt es darauf an, wer unter Druck performen kann. Unter Druck performen, das mag Pocher doch. Und Nadine Angerer als ehemalige Nationaltorhüterin dürfte es kein Problem sein, die Rollen zu fangen. Jetzt erstmal rüber auf das Auto. Gut, sehr gut. Hier, hey, hey, hey. Hier. Ja. Sehr gut. Jawohl, genau, sehr gut. Halte fest. Perfekt. Schmeißen. Anekdote, Anorak, Tasse, Sand. Anekdote, Anorak, Tasse, Sand. Sehr gut. Anekdote, Anorak, Tasse, Sand. Sehr gut, weiter. Anekdote, Anorak, Tasse, Sand. Nächster. Anekdote, Anorak, Tasse, Sand. Nächster, hey. Anorak. Wir springen rüber, springen rüber. Olli Pocher vergisst beim Auswendiglernen der Begriffe, auf das andere Auto zu springen. Das kostet Zeit. 3,5 Kilometer legt der Truck zurück, dann ist die Zeit abgelaufen. Oh, eine Glanzparade von Nadine Angerer. Da macht sie sich lang, fängt die Rolle sicher. Pyramide, Anekdote. Telefon, Gips, Segelschiff. Anekdote, Anorak, Tasse, Sand. Pyramide, Telefon, Gips, Segelschiff. Sehr gut. Pyramide, Telefon, Gips, Segelschiff. Und jetzt springt Oliver Pocher auf das Auto, auf dem bislang die Rolle noch nicht gefunden wurde. Weiter, unterm Heu, es muss unterm Heu sein, unterm Heu. Schmeiß das Heu runter. Sie befindet sich im Innenraum, unterm Dach. Weiter. Hier außen ist nichts. Nadine Angerer schaut, wo das Ziel ist, wie weit sie noch entfernt sind. Es sind noch 1,5 Kilometer bis zur Ziellinie. Nimm das nächste Auto! Nimm das nächste Auto, Olli! Hier ist nichts! Hey! Okay. Oh, Männer. Sehr gut. Guter Sprung, Olli, weiter. Runter. Immer wieder Lob von ihr, um ihn zu motivieren, damit er die nächste Rolle schnell findet. Nein, hier außen ist nichts. Nur noch weniger als 1 Kilometer ist zurückzulegen. Da hat er die Rolle gefunden. Und jetzt schnell rüber, um noch so ein paar Begriffe sich einzuprägen. Abracadabra, weiter. Sehr gut, Olli, sehr gut. Und jetzt langsam, ruhig. Nadine gibt hier das Kommando an. Sagt genau, wie Pocher sich zu verhalten hat. Das war kein Problem. Wir nähern uns der Ziellinie. Drahtesel, Aquacadabra. Pyramide. Telefon, Gips, Segelschiff. Drahtesel. Ja. Drahtesel, Anekdote, Aquacadabra. Und das ist die Ziellinie. Und jetzt hat er genau eine... 17? 14. Nein, glaube ich nicht. Olli und Nadine haben 14 Punkte erspielt. Nein! Was ist denn da los? Ich habe wirklich gedacht, Olli hat alle 18 Punkte bekommen. Aber das tut mir gut, Olli, dass du das nicht geschafft hast. Das tut mir wirklich gut. Wirklich. Also ich sag heute mal nichts dazu. Ich glaube, Olli hat genug damit zu kämpfen. Schau sein Regenwettergesicht an. Er tut mir richtig leid. Oh, traurige Verlierer. Hör mal. Was ist denn mit dir eigentlich los? Der muss uns. Ja. Das ist das Problem. Noch haben wir nicht gewonnen. Die reißt auch immer die Klappe auf.
die haben halt so ihren Mund so weit aufgerissen, ja, und auch das andere Team so und Olli und so, so gestichelt, was ich immer nicht so cool finde. Erstmal slow down, erstmal selber zeigen, was man kann. Oh boy. Aber das schafft ihr. Aber ihr schafft, ich glaube auch, dass ihr es schafft, aber... Nichts 18 Punkte. Ihr holt never ever 18 Punkte, wette ich 1000 Euro, dass du keine 18 holst, sofort. 1000 Euro. Ich persönlich reiß nur die Fresse auf, wenn ich davon überzeugt bin, dass ich es wirklich schaffe. 500. Okay, 500. 500. Na, hört doch auf, 18 schafft ihr niemals. Ey, kein 18, kein 18. Keine 18. 15. Ali, come on. 15 und halb. Er ist sich jetzt sicher. 500 Euro. 500 Euro. Okay. Wow! Willkommen zurück bei Global Gladiators. Lilly und Larissa entscheiden das Spiel Truck Walk. So irgendwie von sich überzeugt zu sein, mit Larissa zusammen im Team, dass man sagt, wir holen hier 15 Punkte, also wir springen über 5 Autos und kann mir dann noch 10 Begriffe merken von einer Sprache, die nicht meine erste Sprache ist. Niemand hat sie dazu gezwungen. Aber bin ich sofort dabei. Ja, jetzt ist das Game on. Wir haben gewartet und Olli mit seinem großen Mund. Nein. Es geht nicht nur um das Spiel, aber es geht um Olli und Lilly. Jetzt geht's um was. Jetzt ist es persönlich. Jetzt haben wir es mittlerweile auf einer persönlichen Ebene. Also von daher bin ich sehr gespannt. Oliver Pocher hat genau das erzielt, was er erreichen wollte. Hier fährt der Truck über die Startlinie. Es ist der persönliche Wettkampf zwischen ihm und Lilly, der es für Lilly nicht einfacher macht. Sie und Larissa, die auf dem Truck steht, müssen mindestens 11 Punkte einsammeln, um den Gleichstand herbeizuführen. Und jetzt werden wir auch ganz schnell erfahren, ob das die richtige Wahl war, Larissa auf den Truck zu stellen und Lilly auf die Autos. Klobrille! Klobrille! Saurei! Feigling! Feigling! Feuerlöscher! Klaulinge, Feigling, Feuerlöscher! Next! Can I jump? Klobrille, Saureif! Klaubrille! Seilring! Brille, was ist die andere? Feuerlöscher! Feuerlöscher, Klaureif! Weiter! Sonnenuhr! Sonnenuhr! Stromkasten! Tau! Fokus, Fokus! Fokus, Fokus! Weiter! Ob sich Lilly all die Begriffe auf diese Art und Weise merken kann? Jetzt kommt der Sprung auf das Auto, auf dem die Rolle im Innenraum liegt. Auf dem kein anderer die Rolle gefunden hat. Klaubrille! Feigling! Feuerlöscher! Feuerlöscher, Klaubrille! Klaubrille! Feuerlöscher! Feigling! Fuck! Klaubrille! Feigling! Feigling! Stromkasten! Stromkasten! Fokus, Fokus! Die beiden sind richtig schnell unterwegs. Aber ich weiß nicht, ob es das bringt, dass Larissa da immer wieder die Begriffe rausruft. Lilly muss es sich doch merken. Und keiner hat an diesem dritten Wagen die Rolle finden können. Keiner! Oh, der fällt runter. Oh, die fällt runter. Nicht einfach werfen, Lilly! Ist das bitter. Das war auch nicht sauber geworfen. Die kam ziemlich schräg an. Come on! Ich kann nicht jetzt kommen! In Ruhe! Ruhe bewahren! Ruhe bewahren! Ruhe! Ach du Schande. Lilly mit dem Bäckerhecht auf das andere Auto. Und sie muss ja in Kontakt mit dem Auto bleiben. Sie darf nicht frei am Seil hängen, dann wäre sie raus. Das macht sie klasse. Mit viel Mut und Courage. Jetzt links, da ist die nächste Rolle. Ruhig, Lilly, beruhige dich. Ruhig, ruhig, beruhige dich. Und Larissa versucht, beruhigend Einfluss zu nehmen. Geht das? Klaubrille, Stromkasten, Zweierste. Fuck, Hocus Pocus. Alpaka, Alpaka, Hocus Pocus. Alpaka, Hocus Pocus. Feiglinger, Klaubrille, Sonnenuhr. Lilly, schau mich an. Schau mich an. Ruhig. Larissa kennt die Begriffe offensichtlich. Klaubrille, Stromkasten. Sie schaut gar nicht mehr auf den Zettel. Hocus fucking Focus. Kann sich Lilly
die Wörter ebenfalls merken? Da passiert gar nichts mehr. Die sind doch nur nicht schon auf dem letzten Auto. Doch, die reden. Stromkasten. Klobrille. Straubrille. Klobrille. Schlaubrille. Sonnenstrahl. Sonnenstrahl. Schlaubrille. Hokuspokus. Hakapaka. Feigling. Feigling. Die letzten 50 Meter bis zur Ziellinie. Hätte doch Larissa auf dem Auto stehen sollen, um sich die Begriffe zu merken? Lilly war relativ früh auf dem letzten Auto. Das hat uns jetzt ein bisschen gewundert. Vielleicht hat sie zwei Rollen nicht gefunden. Oder sie haut jetzt hier ein Ding nach dem anderen raus. Könnte natürlich auch sein. 8 Punkte. Wie, ja. Nur 8 Punkte? Ja, 8 Punkte. Ich hab's dir gesagt. Ich well, thanks for that. Uwe? Ich hab's gesagt. Exactly, exactly. Das ist das, wenn man vorher schon die große Fresse hat. Genau das ist es. Das ist, genau das ist es. Niemand hat auf mich gehört. Man kann ja verlieren, aber man muss auch mal ruhig sein. Und Ball flach halten und danach jubeln. Oh, traurige Verlierer. Hör mal, was ist denn mit dir eigentlich los? Ja. Es war einfach nur der Fakt, dass vorher groß geredet wird und dann ist halt die Erwartungshaltung auch dementsprechend da und es war eine machbare Challenge. Ja, es war machbar und das ist halt schade. Sie hat ja auch mehr Begriffe genannt, man hat sie nur nicht verstanden. Also fair ist es nicht. Sie hat ihr Bestes gegeben, sie gibt immer ihr Bestes. Man kann ihr nichts vorwerfen und es ist für sie schwieriger natürlich, diese Begriffe sich zu merken und richtig auszusprechen, weil am Ende lag es an der Aussprache. Meine Aussprache ist auch nicht perfekt. Oh, fuck. Ja, heute schlafe ich nicht so gut, das weiß ich. Ich kann das immer noch nicht glauben. Das ist ja ein Super-GAU. Das ist vielleicht jetzt der falsche Zeitpunkt, noch mal 500 Euro zu fragen, oder? Weil die sind ja noch oben drauf. Ja, ich habe ein Wettlauf mit Olli und Olli hat gewonnen. Und ich gebe Olli auch genau die 500 Euro. Das hat er wirklich verdient, weil ich mit dem großen Mund. Was für ein Duell in diesem zweiten Spiel der Woche. Das Team Blau gewinnt mit 26 zu 23 und damit holen sie sich die beiden Punkte für Spiel Nummer 2. Bedeutet für den Zwischenstand, nachdem das blaue Team schon Spiel 1 gewonnen hatte, Drinking Donkey und einen Punkt erhalten hatte, gibt es jetzt 2 weitere obendrauf. 3-0 Führung für Team Blau. Und ein Spiel steht noch aus, Spiel 3. Dafür gibt es 3 Punkte, hier ist noch nichts entschieden.